Neue Folge, neues Glück. Herzlich willkommen zurück zu Abaddon Karl. Was geht ab? Ich bin wieder fett am Luren. Auch noch rot. Oh, das schmeckt. Das gibt so gut XP wahrscheinlich gleich wieder. Ich denke, mit 49 oder so werde ich ins D1 gehen. Muss mal gucken, was für Level 40 die Quest ist. Vielleicht nehme ich die auch gleich noch einen Abwasch mit. Weiß ich noch nicht. Zeigt sich dann. Ich darf hier nicht zu viel vom D1 rumlümmeln tatsächlich. Weil hier hat es weniger Viecher, als ich mich erinnere. Das ist nämlich die alte Mob Distribution, wo die Viecher nicht alle vom D1 located waren, sondern halt im ganzen Wald. Entsprechend danach muss ich luren. Hier auch ein Schuh draus wird. Okay. Warte, lass mich einen Turn machen und dann setze ich an mit Splashen. Ich habe viele Doggebys drin. Muss ich aufpassen. Das Gemeine bei Doggebys ist nämlich, das sind verdammt schnelle Mobs. Die laufen schnell, ne? Das kann dir Probleme machen. Und macht mir auch Probleme tatsächlich. Ich muss laufen. Ich habe nur noch 700 HP gerade gehabt. Die treffen halt jeden Hit, das ist das Problem. Ich glaube, die respawnen hier auch. Jetzt die Pain weg. Tason hier. Die respawnt auf jeden Fall. Aber das juckt mich gerade wenig. Und Doggy sollte ich mich fast noch fernhalten, weil die sind noch ein bisschen heavy. Lass nochmal 2 Punkte auf HP setzen. Mein Ziel ist 90 tatsächlich. Ja. Gucken wir mal, ne? Aber sieht gut aus tatsächlich. Ich habe schon, ja, 350 gemacht. Wirklich flat. Ich habe noch nicht viele Durs umgehauen. Die Doggies halten noch einfach mehr aus, das ist auch ein Problem. Talisman. Sieht am Trash aus. Ah, geht. Also Trash, ja. So. Es waren jetzt um Daumen gepeilt, ja. 55 gewesen, die ich bekommen habe für die Runde.
Gut, die Masken sind leider nur orange. Wenn ich auf die fixiere, wird es ein bisschen weniger. Aber auch nicht schlimm. Weil hier kann ich tendenziell mehr nehmen. Weil die sind ein bisschen weniger stark. Und die sind langsamer. Was ein riesen Vorteil für mich ist. Lauf. Ich überschätze mich gerade ein bisschen. Waren aber trotzdem, glaube ich, 60 für die Runde gewesen. Kann man nicht machen. Ja gut, die Anker sind halt auch noch rot, ne? Das ist auch nochmal ein Riesenvorteil eigentlich. Dass die rot sind, weil die halt so viele durchgeben. Ne? 2, nice. Hab sogar ein HP mehr bekommen. Irgendwas spawnen aber hier eher in dem Bereich. Will ich auch versuchen, ein paar mitzunehmen. Weil die vom XP-Verhältnis her aktuell einfach Best Value sind. Weil die einfach rot sind und dadurch nochmal einen Ticken mehr geben. Müsste gleich mal gucken, was die geben. Bin ich drauf geachtet. Aber ich schätze mal, wir sprechen nicht von 5000 Erfahrungspunkten pro Kill. Minimum. Okay, die Gruppe da hinten nehme ich noch. Oder gehe ich... Nee, ich gehe all in und hole mir da hinten die drei auch noch. Beine spielt es keine Rolle. Weil ich da halt relativ weit laufen muss für... Hier werde ich jetzt gut laufen müssen. Weil es halt viele sind. Und wenn ich eine Sekunde zu lange stehen bleibe, kriege ich ja doch entsprechend aufs Maul. Ja, kurz mal ein Stück auslaufen. Ganz kurz hier ein bisschen hochhealen. Madness gibt mir 3,7. Drüben hätten wir eine Anger, die schnappe ich mir gerade mal one by one. Dann gucke ich mal, was ich für die bekomme. Aber es ist gut, halbes Level ist schon voll. Tagesziel habe ich, by the way, erreicht mit 40. Das ist in Ordnung. Waren es 3,7? Ja, ich schätze 5 glatt. Das wäre jetzt mein Guess. Na, 4,8. Nicht nah dran. Was macht das eigentlich auf der XP-Bar aus, wenn ich mir jetzt wegschieße? 46,5. 4%. Merkst du mal. Hier 10 Dinger von dem platt machen, beziehungsweise 20 von den Dingern platt machen und du hast ein Zehntel deines Levels voll, ungefähr. 20 bis 25. Geht gut ab. Was für die kriege, schätze ich mal so 12.000.
Weil so langsam wird's eng. Werde ich kaufen müssen. Aber, was muss ich drücken? I. Aber das Gute ist, ein 1000er-Pack kostet nur 59.000. Ja, 6, 12, 18, 24. Ja, 4000 Stück könnte ich mir holen. So viel brauche ich für den Anfang auch gar nicht. Irgendwann könnte ich mir 2000 Stück holen. Wäre die Hälfte meines Geldes weg. Aber damit fahre ich erstmal eine Weile wieder. Ich meine, ich hatte ja 2,5 gehabt, glaube ich, oder 3 hatte ich gehabt. Davon habe ich immer noch übrig, also geht schon klar, das ist nicht. Ich glaube, ich ziehe sogar teilweise noch Respawn hier. Was eigentlich sogar egal ist, wenn ich ehrlich bin. Eigentlich sogar gut. Bei mehr Kills. Definitiv nicht behalten. Dementsprechend kann ich versuchen, einen Talisman drauf zu machen. Aber natürlich jetzt kein Glück. Kann ich den Stick dann noch verkaufen? Der müsste aber locker 40.000 bis 60.000 geben. Das ist einer von den guten Sticks, sag ich mal. Den guten G40 Waffen. Beim Händler auch gut Geld bringen, wenn du sie verhökerst. Kürze benötigt. Was sagt jeder Timer? Ne, hier muss ich gucken. 34 Minuten. Lass schon mal anfangen mit Killen. Laufen. Da habe ich mich falsch positioniert. Positioning ist auch ein großes, großes Ding, wenn es um Splashen geht. Wie positionierst du dich? Wenn du dich falsch positionierst, bist du halt sehr schnell Hackfleisch. Ich habe mich da halt gerade einmal ziemlich blöd positioniert, habe ziemlich viel Damage gefressen, wovon ich mich immer noch nicht recovered habe. Stein blinkt, das ist aber okay, weil ich gerade nichts zum Killen habe. Ich könnte die noch wegboosten, aber warte jetzt einfach kurz, bis der XP-Stein aus ist. So. Jetzt ist auch wurscht.
Jetzt ist es auch schon wieder wurscht. Habe ich reingeschissen. Die meisten sind jetzt schon kaputt. Sehr schön. Noch knapp 200, dann ist Level 41. Mit Eva. Also ich schätze mal, mit Level 43 dürfen wir die Viecher gar nichts mehr machen. Wenn ich die volle Rüstung habe. Ich glaube, dann ist wirklich fertig, Alter. Dann kann ich mich mental schon aufs D1 vorbereiten. Oh, apropos, ich kann die Event-Quest weitermachen, fällt mir gerade ein, ne? Sollte ich vielleicht mal tun. Das sollte ich vielleicht mal tun. So. 180 noch bis 41. Ich überleg noch eine Lua. Dann springe ich mal zurück, hole mir die Quest ab und dann gucke ich mal, ob ich mit dem scheiß grünen Kristall Glück habe. Mit 44 kommen die Doggy Spirits, stimmt. Da freue ich mich auch gar nicht drauf, irgendwie Dinge zu sammeln. War's knapp. Das war jetzt knapp eben. Da ist ein Talisman geflogen. Int. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass End auch hier ziemlich nutzlos sein wird. Egal. Lass mich mal gucken. Hier diese Herdeko und diesen Stick. Schmeckt. 52.000 schmeckt. Damit verläuft sich mein Vermögen inzwischen auf 350.000. Auch das schmeckt. So, der quatscht mich jetzt voll mit seinem Scheiß. So.
Lass mich ganz kurz gucken, ob die Quest hier jetzt auch verfügbar ist. Ja, ist sie. Dann hole ich sie gleich mal ab. Weil das auch nochmal easy free XP eigentlich. Da schnell 10 Speere aus dem Ding rausholen. Geben die Hand drücken und sagen, yalla, gib XP. Kann man es ja nicht gönnen. So. Ich glaube, der grüne Kristall gibt mehr als 60.000 Erfahrungspunkte diesmal. Das sehen. Ich würde sagen, ich mache das so. Ich splash mich jetzt noch mal nach oben zu der grünen Maske da. Dann machen wir Folgenende. Und dann, je nachdem, was der Timer sagt, machen wir diese Folge noch einen Versuch oder fangen dann nächste Folge an mit der grünen Maske. Also mein Vorschlag gerade. Finde ich eigentlich ganz knorke. Bäh. Ich habe Rechtsklick gemacht und meine Meter besitzt gemacht. Ich würde aber auch sagen, ich nehme das mit, was auf dem Weg ist. Wenn nicht zu sehr ausschweifen. Wäre auch nicht so geil. Du merkst einen Stärkeunterschied zwischen den Masken, ne? Die bringen dich so schnell kaputt hier. Und die anderen Masken, da muss ich aufpassen. Merkst du schon einen Unterschied? Die ziehe ich mir jetzt einfach mit, weil ich es kann. Wegen Zerfiecher mache ich jetzt keinen Fass auf, nehme ich einfach mit. Jetzt meine Dogos, mit denen gehe ich spazieren. Ja. Läuft auf jeden Fall. Und hier kann ich auch noch mindestens 3 Stück mitnehmen. 2 Stück, die hier stehen. Ich glaube, einer der steht hinterm Baum. Gesehen habe. Na, knallt mir direkt eine. Schmackhaft. Ne, sind doch nur 2. Ich könnte den da drüben noch holen, aber das ist mir jetzt zu doof. Da ist noch mal einer. Weil ich jetzt eigentlich so nicht so viel Zeit damit verschwenden, hier irgendwelche Bücher mitzunehmen. Aber das ist nicht sinndienlich. Und die Masken sind halt langsamer als die Doggebies, ne? Das ist nervig. Ja, lass mal kurz cleanen. Mich nervt, dass die Tiere richtig schnell sind. Also mal gab es eine Umschiebung für den inneren Monk. Jetzt kann ich weitergehen. Hm. 16% schon wieder. Schmeckt. Schmeckt.
So, wenn ich mir jetzt quasi gerade aushalte, dann bist du Richtung links, müsste ich endlich zu der Maske kommen, die ich gesehen hatte. Glaube ich. Oh ne, war da oben so auf dem Hügel irgendwo. Da müsste eigentlich schon direkt mit Level 41 die nächste Aufgabe kommen mit Painmasken sammeln. Was ich mit Freuden tun werde. Prozent, 8%, 15%, 22%. Hab mich scheiße positioniert und hab den Cast abgebrochen. Love to see it. 45%. Für einen Schwung, ey, das ist so lovely. Da hat man noch Wonder, das ist aber einer mit Strength. Ja, hier eins. Bin mich nutzlos. Zumindest für mich aktuell. Warum ist er? Ich bin gerade im Überlegen, ob ich die einfach mitsplashen soll. Like zero fucks given. Let's go. Erfahrungsgemäß ist die ein Tickchen langsamer als die normalen Masken. As far as I know. Ah, du merkst schon, die ist der miese Picker. Ich mach der kaum Schaden. Geht ein bisschen flöten hier. Komm besser. Schon besser diese. Immer noch halbe HP. Ich hoffe, die verliert ihren Scheiß einfach direkt. Nice. So. Ja,
Theoretisch müssten wir jetzt so einen Half-Buff-Effekt haben. Oder? Aber der Buff-Effekt taucht nicht so oft auf als Phase 1. Egal. So. Danke fürs Zusehen. Nächste Folge. Bis gleich. Tschüss.